Stufe auf den Top 83. Aktuelle Stunde, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Hessisches Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan, Drucksache 20-3944. Beginnt der Kollege Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Vor rund einem Jahr hat sich im August 21 überstürzt die amerikanische Armee und die verbündeten Alliierten aus Afghanistan zurückgezogen und hat dadurch zu einer Situation geführt, dass viele Menschen, afghanische Menschen, die dort die Amerikaner oder die Deutschen unterstützt haben, in große Not kamen. Sie wurden von den dann regierenden Taliban getötet, gefoltert, misshandelt, können ihre Rechte nicht mehr wahrnehmen, zum Teil die Straße nicht mehr betreten und befinden sich in einer schrecklichen Situation. Nicht allen gelang die Flucht, und einige, wie wir finden, zu viele Menschen, Familienangehörige von denen, die geflüchtet sind, befinden sich immer noch in Afghanistan. Ich bin deshalb froh, dass wir als Koalition eine Umsetzung unseres Koalitionsvertrages auf diese Zielgruppe anwenden könnten. Wir haben dort vereinbart, ein Landesaufnahmeprogramm für die Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität aufzulegen und orientieren uns hier an dem Programm anderer Bundesländer. Das haben wir vereinbart. Und bei der Frage, welche Zielgruppe nun angesichts dieser Krisen wirklich tatsächlich in größter Not ist, finde ich es richtig, dass die Koalition sich dafür entschieden hat, 1.000 Menschen, afghanische Staatsangehörige aus dem betroffenen Krisengebiet helfen zu wollen. Ich finde das ein wichtiges Punkt. Diesen Verwandten, wie wir schon gesagt haben, von Angehörigen, die es auch nach Hessen schon geschafft haben, wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass sie auch nach Hessen kommen können. Und ich möchte Frau Klaus und auch der CDU ganz besonders noch einmal den Dank ausdrücken. Ich weiß, dass diese Diskussionen nicht einfach sind. Ich weiß, dass diesen Kurs zu halten, diesen humanitären Kurs auch in Krisenzeiten und hoher Belastung nicht immer einfach ist, so einen Kurs zu halten. Und ich weiß, dass die Vertragstreue der CDU hoch einzuschätzen ist. Ich will mich in diesem Punkt ausdrücklich bei Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen bedanken dafür. Wir werden also, sobald das Bundesinnenministerium uns die Genehmigung dafür erteilt, das ist auch ein interessantes Schauspiel ist, wie ich finde, dass wir seit über einem Jahr darauf warten, dass das Bundesinnenministerium in Klammern Nancy Faeser in Klammern SPD es immer noch nicht geschafft hat, ein Bundesaufnahmeprogramm hinzubekommen und gleichzeitig aber den Bundesländern untersagt hat, eigenständige Landesaufnahmeprogramme durchzuführen, dass wir da ein Jahr darauf warten müssen. Ich finde das zu lange. Und ich finde es deshalb richtig, dass wir als Land Hessen voranschreiten und dass wir sagen, wir sind bereit, wir haben auch die Möglichkeiten, Kapazitäten und unser Engagement gilt es jetzt, diesen 1.000 Menschen zu helfen. Ich finde das eine richtige, wichtige humanitäre Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wissen um die Belastungen der Kommunen. Wir wissen es. Wir wissen, dass es keine einfache Situation ist. Ich komme aus Frankfurt und ich weiß, wovon ich spreche. Unsere Gemeinschaftsunterkünfte sind stark belastet. Und die Wohnungen sind wahrlich nicht frei fluktuierend. Und dennoch finde ich, auch in Krisenzeiten bewahrheitet sich tatsächlich das, was unsere Werte ausmachen, dass wir auch dann noch zu unseren Werten stehen. Wir haben übernommen in der Verfassung das Recht auf Asyl. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben als Land, in dem wir klar festgelegt haben, Menschen aus Kriegsgebieten, Bürgerkriegsgebieten werden wir helfen, auch in unserem Land Schutz und Betreuung zugutekommen zu lassen. Und das sei an die Adresse der AfD gesagt. Wenn Sie das mit Füßen treten, ist ein gutes Signal dafür, welche Werte Sie vertreten. Sie vertreten nicht die Werte dieser Republik. Das muss man Ihnen ganz klar sagen. Wir haben ein Grundgesetz und die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben. Ich bin froh, dass wir Sie auch dazu stehen. Und wir wissen, dass das keine Schönwetterveranstaltung ist. Und sie bewahrheitet sich in Krisenzeiten. Und dass Sie sich vom Acker machen als Rechtspopulisten und versuchen, damit tatsächlich nur auf dem rechten Rand zu fischen, das ist Ihr Geschäftsmodell. Das wissen wir. Ich finde es widerlich und abstoßend. Aber das müssen Sie mit sich ausmachen. Ich weiß, wir wissen darum, dass in der Welt wir über 60 Millionen Geflüchtete haben, die Schutz und
Probleme haben werden. Und wir werden tatsächlich nicht allen helfen können. Das ist selbstverständlich. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, dort, wo sie entstehen. Wir müssen diesen Ländern helfen, zu Frieden und zu Wohlstand zu kommen, sonst wird der Druck auf Europa immer größer. Aber trotzdem brauchen wir die Größe und auch die Kapazitäten. Und das können wir als dieses Land auch Menschen, so gut es geht, unseren Beitrag dazu beizutragen, diese Verantwortung zu übernehmen, dass wir wenigstens einen Teil dafür beitragen. Und das gelingt uns jetzt mit diesem Landesaufnahmeprogramm für 1.000 afghanische Geflüchtete. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Heike Hoffmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist eben schon geschildert worden, dass nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan die Situation dort mehr als dramatisch ist. Tagtäglich finden dort Tausende von Menschenrechtsverletzungen statt. Menschen werden umgebracht, gefoltert. Vor allen Dingen Frauen werden erniedrigt, in ihren Frauen- und Menschenrechten verletzt, vergewaltigt. Und das Taliban-Regime wütet dort. Das kann man nicht anders bezeichnen. Das Land selbst steht vor einem wirtschaftlichen Kollaps. Und viele Menschen leben dort in Hunger. Die Ernährungssicherheit ist für fast alle dort nicht gesichert. Die Situation ist dort mehr als dramatisch und für uns alle besorgniserregend. Erst Anfang dieses Monats starben auch 50 Menschen bei einem Selbstmordanschlag auf einer Bildungseinrichtung. Und Menschen, die nach Afghanistan abgeschoben werden, denen drohen Gewalt, Verelendung und Obdachlosigkeit. Afghanistan gilt nach dem sogenannten Global Peace Index seit 2019 bereits als unsicherstes Land dieser Welt, meine Damen und Herren. Es ist deshalb zu begrüßen, dass das Land Hessen hier mit diesem Landesaufnahmeprogramm 1.000 Menschen aus Afghanistan hier Schutz und Zuflucht bieten will. Herr Bocklet, das haben Sie so etwas leichtfüßig gesagt. Auch wenn wir es wollten, können wir nicht die ganze Welt retten. Aber es ist doch wichtig, all das zu tun, was in unserer Macht steht, wirtschaftlich, aber auch als starke Gemeinschaft hier wirklich denen Schutz und Zuflucht zu bieten, im Rahmen all unserer Kraft und Möglichkeiten, da wo wir es können, und da auch nicht nachzulassen. Derzeit leben 21.000 afghanische Staatsangehörige hier in Hessen mit befristeten oder ohne befristeten Aufenthaltstitel. Und auch über ein Landesaufnahmeprogramm können Sie entsprechend auch, so hoffen wir, Angehörige hier entsprechend über einen Antrag hier zu sich holen. Ich will aber deutlich machen, dass für Bündnis 90 die Grünen hier wohl eine späte Erkenntnis vorliegt. Wir können uns gut noch an das letzte Jahr erinnern, wo Sie hier im fast Kleinkrieg mit der Koalition hier in Hessen hin und her getackert haben. Ja, wie geht es denn jetzt mit den Abschiebungen nach Afghanistan in, wie ich selbst gesagt habe, eines der unsichersten Länder dieser Welt weiter? Obwohl die Grünen in ihrem Programm zur Bundestagswahl geschrieben haben, Abschiebungen in Kriegs- und Krisenländer wollen wir beenden, den Abschiebestopp nach Syrien und Afghanistan wieder einsetzen. Passiert ist erst einmal lange nichts, meine Damen und Herren. Es hat in dieser Frage erheblich geknirscht. Und während die CDU die Rückführung nach Afghanistan für grundsätzlich vertretbar hielt, war die Einschätzung der Grünen bereits vor der Machtübernahme durch die Taliban eine ganz andere. Und da sage ich Ihnen deutlich, in solchen essentiellen Fragen, wo es Leib und Leben geht von Menschen, da geht es nicht, dass man ein Hin und Her hat, sondern da gilt es, klare Linien aufzuzeigen, zu sagen, wir handeln und wir helfen, meine Damen und Herren. Und ich bin ja schon irgendwie, da muss ich ja immer wieder sozusagen eigentlich die Augen reiben und die, vor allen Dingen aber auch die Grünen daran erinnern, Sie haben das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, dass Sie Teil der Bundesregierung sind.
in der Ampel. Und es wird ein Bundesaufnahmeprogramm mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrer Beteiligung geben, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Und ich will es noch einmal unterstreichen. Bereits seit Längerem fordern namhafte hier Sozialverbände, die Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Hessische Flüchtlingsrat, ein Landesaufnahmeprogramm für Afghanistan. Und ich will das noch einmal ganz deutlich machen. Wir reden auch hier, nicht nur in Afghanistan, sondern hier in Hessen, von menschlichen Schicksalen. Ich erzähle Ihnen kurz die Geschichte von dem Herrn S. aus Frankfurt, der hier seit einigen Jahren lebt, seinen Realschulabschluss gemacht hat und hier als Pflegefachkraft arbeitet. Er lebt aber nicht sorgenfrei, ist zwar quasi in Sicherheit, aber nicht sorgenfrei. Nachts hat er meistens keinen Schlaf, weil der Rest seiner Familie, insbesondere seine Mutter und zwei Schwestern in Afghanistan noch leben und er große Sorge darum hat, was mit den Frauen passiert. Und ich kann Ihnen deutlich sagen, dass auch die Menschen hier, die wir glücklicherweise hier aufnehmen konnten, dass die leider nicht ganz ohne Sorge leben können. Frau Abgeordnete Hofmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Und ich sage Ihnen, wir müssen dem guten Beispiel von Schleswig-Holstein, Thüringen, Bremen und Berlin folgen. Und das wissen Sie auch, ich bin zuversichtlich, die Bundesinnenminister Nancy Faeser wird diesem Vorhaben auch positiv zustimmen. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hofmann. Für die Fraktion der Linken hat jetzt die Abgeordnete Sönmez das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Nach Angaben der Weltbank ist die Wirtschaftsleistung Afghanistans seit August 2021 um 20 bis 30% gefallen. Die Importe sind um ungefähr 40% zurückgegangen. Rund 70% der afghanischen Haushalte sind nicht in der Lage, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu finanzieren. Das Welternährungsprogramm der UNO nimmt an, dass die Hälfte der Bevölkerung unter akuter Unterversorgung mit Nahrungsmitteln leidet, meine Damen und Herren. Und die Verantwortung für diesen Zustand liegt auch bei den Ländern, die in Afghanistan Kriege geführt haben, also auch bei Deutschland. Und damit ist das Bundesland Hessen selbstverständlich in der humanitären Pflicht, sich dafür einzusetzen, dass die im Ausland eingefrorenen Gelder der afghanischen Bevölkerung für humanitäre Zwecke für die afghanische Bevölkerung selbst eingesetzt werden und natürlich auch Menschen von dort, ob jetzt nun ehemalige Ortskräfte oder nicht, in unserem Bundesland aufzunehmen, meine Damen und Herren. Nun haben wir die erfreuliche Nachricht erhalten über eine Pressemitteilung von Herrn Wagner, dass die Landesregierung zumindest einen dieser Pflichten nachkommen möchte. Das ist gut, das begrüßen wir auch. Aber als wir schon vor einem Jahr ein Landesaufnahmeprogramm gefordert haben, wurde uns gesagt, man könne auf Landesebene keine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan beschließen. Dafür müsste Herr Beuth nach Kabul fliegen und mit den Taliban verhandeln. Meine Damen und Herren, wir wussten damals bereits, dass es möglich, richtig und wichtig ist, ein Landesaufnahmeprogramm aufzuerlegen. Und wie wir sehen, es funktioniert, meine Damen und Herren. Man könnte ja jetzt sagen, besser spät als nie, wenn nicht eben Menschenleben von Ihrem Handeln abhängen würden, meine Damen und Herren. Sie kündigen jetzt ein Landesaufnahmeprogramm an und teilen mit, dass Sie sich an, hat Herr Bocklet jetzt auch noch einmal verstärkt, dass Sie sich an anderen Bundesländern wie zum Beispiel an dem Bremer Modell orientiert haben. Dann haben Sie es aber nicht so richtig übernommen oder Teile zumindest davon ignoriert, denn dort gibt es keine Obergrenze, Herr Wagner. Sie haben aber sehr wohl eine von 1.000 eben angekündigt und jetzt auch noch einmal bestätigt. Als zusätzliche Komponente haben Sie jetzt zwar die Übernahme der Flugkosten erwähnt, aber das
was eben die meisten hier lebenden Angehörigen, dass die eben diesen Auflagen für die Verpflichtungserklärung nicht nachkommen können und diese nicht erfüllen können, das haben Sie außer Acht gelassen. Das ist nämlich der Löwenanteil der Kosten, meine Damen und Herren. Also ist Lebensrettung wie eben so vieles wieder vom Geldbeutel abhängig. Und ferner scheint es so, als wäre es nur, weil wir haben ja nur eine Presseerklärung, können ja mutmaßen in vielerlei Dingen. Aber so wie es scheint, ist es so, dass eben nur Verwandte von hier lebenden Afghanen, die im Besitz von Aufenthaltsberechtigung oder Niederlassungserlaubnis eben von Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis sind. Lassen Sie eine Zwischenfrage des Abg. Wagner zu? Nein, tue ich nicht. Kann sich ja gerne im Anschluss dann äußern. Dass eben nur die wohl antragsberechtigt sind, das schließen wir aus Ihrer Presseerklärung, weil, wie gesagt, wir haben ja nichts anderes vorliegen. So, das ist jetzt aber vor dem Hintergrund der fehlerhaften Entscheidungspraxis des BAMS bezüglich Asylbewerbern, speziell aus Afghanistan, muss ich sagen, ist das echt zynisch, weil viele Menschen müssen nämlich genau aus diesem Grund hier über Jahre hinweg mit Duldungen ausharren, Herr Wagner. Wir brauchen gar nicht so skeptisch gucken. Im Jahr 2021 wurden 82% aller von den Gerichten überprüften, wo bemerkt nur von den Gerichten überprüften, Bescheide des BAMS als rechtswidrig aufgehoben. Das zeigt auch noch einmal die Herangehensweise in diesem Land, wenn es um Abschiebungen geht. Und, meine Damen und Herren der GRÜNEN-Fraktion, es sind mindestens 32 Menschen, das sind die Zahlen, die uns bekannt sind, mindestens 32 Menschen mit einer Aufnahmezusage zu Tode gekommen, weil die Aufnahmeverfahren, sprich die Visumsvergabe bei den Botschaften in Pakistan und Indien unter anderem, über ein Jahr dauern. Die deutsche Ausländervertretung untersteht Ihrer Parteikollegin, Frau Außenministerin Baerbock, meine Damen und Herren. Vielleicht hat sie das ja noch nicht mitbekommen. Frau Abgeordnete, Sie müssen zum Schluss kommen. Das ist der letzte Satz. Machen Sie sich doch bitte darauf aufmerksam, dass dort, zumindest in Pakistan und Indien, dringend Personal benötigt wird bei der Bearbeitung der Visumsvergabe. Dann würden die Menschen auch rechtzeitig, ohne zu Tode zu kommen, zu ihrem Recht auf das Visum kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Sönmez. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abg. Richter das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich höre die Reden und frage mich da wirklich, blenden Sie eigentlich alle aus, was in unserem Land im Moment wirklich stattfindet? Die Fluchtbewegungen über die Balkanroute und die Türkei nebst den fliehenden Menschen aus der Ukraine und Russland führt uns doch bereits weit über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus. Und in diese Fluchtbewegung hinein teilt der Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner den verblüfften Bürgern mit, ich habe das letzte Woche gelesen, seien Sie stolz drauf, dass die hessische Landesregierung ein Aufnahmeprogramm für 1.000 Menschen aus Afghanistan auflegen möchte, die bei uns Zuflucht suchen. Dass grüne Politik zu 100% darauf ausgerichtet ist, unser wunderbares Land zu deindustrialisieren und damit regelrecht zu verarmen, das dürfte den hessischen Bürgern mittlerweile nun wahrhaftig aufgegangen sein. Dass aber selbst die CDU sich dem anschließt und sich hier ganz klar den Grünen regelrecht unterwirft, das schlägt für uns dem Fass den Boden aus. In welcher Parallelwelt hat die hessische Landesregierung eigentlich ihre Zelte aufgeschlagen? Während die kommunalen Selbstverwaltungen nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen, während man Schulden als Sondervermögen deklariert, da wäre mancher Bürger darüber froh, wenn er zur Bank geht und sagt, ich bräuchte ein bisschen Sondervermögen, und keinen blassen Schimmer davon hat, wie man die Energieversorgung unseres Landes in den kommenden Monaten sicherstellen kann, also inmitten der wohl tiefsten wirtschaftlichen Krise, die wir je erlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, kommt eine hessische Landesregierung um die Ecke gebogen und zieht bunte Lollis aus dem Ärmel und, nehmen Sie es mir ruhig übel, wenn ich es sage, verhöhnt damit regelrecht die heimische Bevölkerung. Pro Asyl jubelt, der hessische Steuerzahler darf sich, und das passt zu der Regierung, wiederum grün und schwarz ärgern. Da bringen CDU, Grüne, SPD, FDP und LINKE unser Land in eine Mangellage, wie wir sie in der Bundesrepublik noch nie gekannt haben.
Da finden weder Flüchtlinge noch die Bürger unseres Landes bezahlbaren Wohnraum. Und Sie ignorieren das völlig. Auch Sie im Bund, FDP im Bund. Hören Sie auf damit. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich, was der Herr Lindner im Bund treibt. Das ist doch keine FDP-Politik. Das ist eine Tragödie. Meine Damen und Herren, wir haben eine offizielle Inflation von rund 8%. 8%, und die Wahrheit dürfte weit darüber liegen. Und bei dieser Inflation wird nicht allein die Kaufkraft von Löhnen erheblich geschmälert. Damit wird auch jegliches Sparvermögen einschließlich wichtiger Altersvorsorgen von Millionen Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Selbstständigen regelrecht aufgeraucht. Und die hessische Landesregierung sagt mal eben aus, dass von den 31.000 afghanischen Staatsbürgern, die bei uns mit befristetem oder unbefristetem Aufenthaltstitel leben, für ihre Angehörigen die Aufnahme in das Landesprogramm beantragen können. Während Herr Wagner ganz stolz darauf ist, dass die Definition von Angehörigen weit gefasst wurde, davon gehe ich aus, also Enkel, Geschwister sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder, wird man sich seitens der hessischen Landesregierung natürlich darauf zurückziehen, dass eine Verpflichtungserklärung der Angehörigen vorliegen muss, dass deren Lebensunterhalt gesichert ist. Ausgenommen davon sind, aufgemerkt, Kosten für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit und Behinderung. Da wäre so mancher seit Jahrzehnten in Deutschland Selbstständiger, der durch Ihre Politik in eine Schieflage geraten ist und seine Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr zahlen kann, echt froh, wenn ihm dieses Angebot ebenfalls mal unterteilt würde. Auch beim Flieger von Afghanistan hier scheint es dann mit dem Umweltschutz nicht so weit zu gehen, wie Sie es normalerweise machen, denn das bezahlt ebenfalls der hessische Steuerzahler. Herzlichen Glückwunsch. Wer in Hessen und über Hessen hinaus noch eine andere Partei als die AfD wählt, muss eine unglaubliche Freude am eigenen Untergang haben. Unsere Gesellschaft wird in den kommenden Jahren mehr als genug damit zu tun haben, auch Ihren Scherbenhaufen, Herr Bellino, den auch Sie hinterlassen haben, aufzuräumen. Meine Damen und Herren, Ihren Scherbenhaufen aufzuräumen, wird eine große gesellschaftliche Aufgabe sein. Kommen Sie endlich in der Realität an, meine Damen und Herren, und hören Sie auf, Ressourcen für Luftschlösser zu vergeuden, welche am Ende scheitern, und damit ist dann auch keinem geholfen, sondern sie schaffen nur noch mehr Not und Elend in unserem Land. Das muss Ihnen doch mal irgendwann aufgehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Freien Demokraten hat jetzt der Abgeordnete Pürsün das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute hier im Hessischen Landtag. Ich habe das Wort, mal ganz nebenbei. Wir diskutieren heute hier im Hessischen Landtag über ein hessisches Landesaufnahmeprogramm zu Afghanistan. Ein solches Programm hatten wir bereits im letzten September gefordert. Lieber Markus, also bevor du hier nach Berlin zeigst, auf eine Bundesregierung, deren Teil du bist, die du ja eigentlich auch in Person unterstützen wolltest, was leider nicht funktioniert hat. Also da solltet ihr erst mal auf euch selber schauen, denn jetzt kommt ihr ja reichlich spät. Mit großer Sorge blickten wir alle im letzten August nach Afghanistan. Das war schon letztes Jahr, lieber Markus. Ein Land, welches sich seit der Invasion durch die Sowjetunion vor mehr als 40 Jahren nie wieder erholen konnte. Diese Ursache ist heute hier noch gar nicht erwähnt worden. Auch deutsche Soldatinnen und Soldaten haben in den letzten 20 Jahren vor Ort in Afghanistan gedient. Wir bedanken uns bei allen Soldaten und Soldatinnen, die in Afghanistan im Einsatz waren. Wir gedenken insbesondere denen, die dort ihr Leben gelassen haben. Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich die Situation vor Ort drastisch verschlechtert, vor allem für Frauen und Mädchen. Gestern haben wir sehr ausführlich über den Iran gesprochen. Und in Afghanistan, das dürfen wir natürlich nie vergessen, ist es weiterhin ganz schrecklich. Verhaltensregeln und Bildungsverbote haben deren Leben verheerend eingeschränkt. Doch auch die afghanischen Ortskräfte und andere Helferinnen und Helfer der westlichen Regierung befinden sich in einer prekären Lage. Wir alle haben sicher davon gehört, dass laut Auskunft der Bundesregierung inzwischen mehr als 30 ehemalige Ortskräfte, die noch aus Afghanistan hätten evakuiert werden sollen, ums Leben gekommen sind. Die Analyse wird sicherlich ein bisschen komplizierter sein, aber es war ja zu vernehmen. Das Programm, welches die Landesregierung jetzt auflegt, greift jedoch zu kurz.
denn es richtet sich nur an Geflüchtete aus Afghanistan, die hier in Hessen Verwandte haben. Doch was ist mit den vielen afghanischen Ortskräften und ihren Familien und denen, die keinen Bezug zu Hessen haben? Auch Sie haben einen sehr wertvollen Beitrag zur Aufgabenerfüllung geleistet. Sie haben große Risiken auf sich genommen, Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Familie gefährdet. Sie verdienen ebenfalls unseren Schutz. Und da frage ich mich, ob es hier eine Absprache zwischen den Bundesländern gegeben hat. Oder werden diese Menschen einfach komplett ausgeblendet? Gilt für Sie dann etwas anderes? Die schweren Versäumnisse beim Abzug aus Afghanistan im letzten Sommer waren und sind ein Zeugnis des Versagens der damaligen Bundesregierung. Erst als die Taliban Kabul einnahmen, begann die Bundesregierung mit ihren Evakuierungsflügen. Ich bin froh, dass es dazu jetzt einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gibt, damit wir uns endlich mehr Klarheit verschaffen können. Wir Freien Demokraten stehen zum Humanismus und zum Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte. Daraus leitet sich für uns ganz konkret ab, dass afghanische Ortskräfte sowie diejenigen, welche sich für Frauen- und Menschenrechte in Afghanistan einsetzen, unsere Hilfe benötigen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Landesregierung mutiger und zügiger gehandelt hätte, um diese besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen zu schützen. Denn auch die Afghaninnen und Afghanen, die mit der Bundeswehr oder Hilfsorganisationen des deutschen Staates exponiert zusammengearbeitet oder über Drittunternehmen Dienstleistungen für die deutschen Sicherheitskräfte erbracht haben, bedürfen unseres Schutzes. Wir stehen in der Verantwortung für jene, die sich gemeinsam mit uns für die Freiheit eingesetzt haben, auch für unser Ansehen bei denen, die sich weiterhin für die Freiheit dort und andernorts einsetzen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pürsün. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abgeordnete Schad das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! CDU und Bündnis 90 Die Grünen haben im aktuellen Koalitionsvertrag vereinbart, ein Landesaufnahmeprogramm für eine Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität aufzulegen. Und ein solches Programm, das werden wir jetzt auf den Weg bringen, und es ist ja bereits angesprochen worden. Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass diese Forderung ein Wunsch unseres Koalitionspartners war. Aber ein Koalitionsvertrag ist immer ein Kompromiss, ein Geben und ein Nehmen. Und dies funktioniert in unserer Koalition hervorragend. Und deshalb tragen wir dieses Programm selbstverständlich und auch mit Überzeugung mit. Und ich denke, mit dem gefundenen Zuschnitt des Programms setzen wir ein humanitäres Zeichen. Und das ist in der aktuellen Situation besonders wichtig. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Richter, dass Sie die humanitäre Dimension überhaupt nicht erkennen können. Dafür tun Sie mir richtig leid. Das Programm richtet sich, es ist angeklungen, an afghanische Staatsangehörige, die nach der Machtergreifung durch die Taliban aus ihrem Wohnort in Afghanistan fliehen mussten oder die in ihrem Leben bedroht sind. Und wir alle haben die schlimmen Bilder von der Machtergreifung der Taliban noch ganz gut vor Augen. Eben haben ja auch schon Kollegen darüber berichtet. Und damit aber auch das weit verbreitete Gefühl, dass wir nach dem Rückzug der westlichen Schutzmächte betroffenen Menschen in Afghanistan nicht vergessen dürfen. Und genau das dokumentieren wir mit diesem Programm. Denn die Menschenrechtslage in Afghanistan ist im zurückliegenden Jahr noch einmal deutlich schlechter geworden. Es erreichen uns schlimme Berichte über massive Menschenrechtsverletzungen, Morde, Folter, die Vertreibung von nicht-paschtunischen Minderheiten und exzessive Gewalt der Taliban-Kräfte gegenüber der Zivilbevölkerung sind an der Tagesordnung. Und hinzu kommt eine unerträgliche Unterdrückung von Frauen und ihren Rechten, die einen sprachlos und wütend macht. Und in dem Zusammenhang muss ich aber auch mal sagen, sprachlos macht mich auch Kollegin Sönmez, dass Sie da in Ihrer Rede dem Westen eine Mitschuld geben an der Situation. Und da muss ich wieder mal sagen, da zeigt sich mal wieder, dass die Linkspartei wirklich ein außenpolitischer Geisterfahrer ist, Kolleginnen und Kollegen. Ja, Ihre Freunde von der Sowjetunion, ja. Und das muss man immer wieder ins Verhältnis setzen zu den Herausforderungen, die wir bei der Aufnahme haben. Und hier geht es um völlig andere Dimensionen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wichtig war uns von der CDU, dass das gesamte Verfahren systematisch und geordnet abläuft. Und dafür tragen wir Sorge. Geregelt ist, dass es sich bei dem begünstigten Personenkreis um Familiennachzug von all jenen handelt, die ordnungsgemäß in das Bundesgebiet eingereist sind, keine Straftaten begangen haben und im Besitz eines Aufenthaltstitels sind. Und das war eben wichtig, vereinbart ist, dass die Kosten für den Lebensunterhalt auch hauptsächlich von den Angehörigen getragen werden. Das sind in der Regel diejenigen, die über ein eigenes Einkommen verfügen, also bei uns auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind und entsprechend integriert sind. Ein wichtiger Punkt, wie ich finde, die Kollegen von der AfD könnten das bei Gelegenheit vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen. Sie verstehen nichts. Denn dadurch beschränken wir die Kosten für die öffentliche Hand und behalten die verschärfte Wohnraumsituation in Hessen auch infolge der Ukraine-Krise im Blick. Und unter dem Strich steht damit mit dem Programm eine vernünftige Verbindung unserer humanitären Verantwortung, auch denen gegenüber, die ohne ihre Angehörigen leben müssen, und auf der anderen Seite der Leistungsfähigkeit unserer Systeme. Und ich bin froh, dass das Innenministerium in Hessen breite Unterstützung leisten wird bei der Abwicklung des Programms und gemeinsam mit dem Sozialministerium die Hauptlast in der Administration tragen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bis das Programm anläuft und erste Personen zu uns kommen, bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Und diese Zeit müssen wir nutzen, um die ohnehin bereits bestehenden Herausforderungen bei der Aufnahme und Unterbringung derjenigen zu organisieren, die aktuell zu uns kommen. Ich selbst bin, wie viele andere hier im Saal, auch Kommunalpolitiker und Mitglied eines Gemeindeparlaments. Und die Berichte, die wir aus den Kommunen erhalten, die müssen uns sorgen. Viele Kommunen berichten über eine angespannte Wohnraumsituation und zunehmende Probleme, eine Unterbringung zu gewährleisten. Und gleichzeitig sind Fragen der Kostenerstattung noch nicht ausreichend geklärt. Und in diesem Zusammenhang war das, was Innenministerin Faeser beim Flüchtlingsgipfel vorgestern geliefert hat, eine einzige Enttäuschung. Nur mit vagen Ankündigungen und Absichtserklärungen ist niemandem geholfen. Frau Faeser war hier im Landtag, und da können wir uns ja noch gut alle daran erinnern, immer ganz vorne mit dabei, Kritik zu üben und an allem rumzumäkeln. Und ich frage mich da schon, wo sind denn jetzt die Lösungen? Wo ist ein tragfähiges Angebot an Länder und Kommunen? Wo ist der Plan und wo sind die dazugehörigen Maßnahmen dazu? Seit April, Kollege, warten die Kommunen auf Zusagen, wie der Bund die Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützt. Aber wenig bis nichts ist gekommen. 4.000 Plätze in Bundesimmobilien wurden avisiert, aber die Ministerin möchte nicht mal sagen, wo diese Einrichtungen sind. Kolleginnen und Kollegen, eine richtig schwache Performance der Bundesinnenministerin. Da muss deutlich mehr kommen in den nächsten Monaten, Kolleginnen und Kollegen. Herr Abgeordneter Schardt, Sie müssen zum Schluss kommen. Genau, ich komme da zum Schluss. Und dass da in den nächsten Wochen mehr kommt, darauf werden wir sehr sorgsam achten, Kollegin Hofmann. Zwischenfrage lassen Sie wahrscheinlich nicht mehr. Ja, gut. Gut, okay. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schardt. Als nächstes hat der fraktionslose Abgeordnete Kahnt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vereinbarten humanitären Landesaufnahmeprogramm für 1.000 Afghanen nach Maßgaben des Aufenthaltsrechts kommt die Erfüllung des Koalitionsvertrages hinsichtlich eines im Lichte von Humanität und Ordnung erfolgten Zuzugs von Flüchtlingen einen sehr großen Schritt voran. Auch in Hessen ansässige Flüchtlingsinitiativen begrüßen den Vorstoß. Er richtet sich an Flüchtlinge aus Afghanistan, die verwandtschaftliche Beziehungen zu in Hessen lebenden Personen haben, die antragsberechtigten afghanischen Staatsangehörigen in Hessen mit einem befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel gehen eine Verpflichtungserklärung für die Sicherung des Lebensunterhalts ein und müssen weitere Kriterien erfüllen, damit ihre schutzsuchende Verwandtschaft einen Aufenthaltstitel erlangen kann. Eine genehmigte Erwerbstätigkeit bezüglich des auszustellenden Aufenthaltstitels erleichtert die Integration der Geflüchteten. Da die Pläne medial aufgegriffen sind, ist es wichtig, sowohl die Ausländerbehörden wie Migrationsberatungsstellen schnellstmöglich mit handfesten Informationen über den Prozess auszustatten. Denn Afghaninnen und Afghanen werden sich an Beratungsstellen wenden, die sie unterstützen, gesetzliche Bedingungen dem Einzelfall anzupassen. Die afghanische Community ist gut über politische Neuerungen informiert. Aufgrund des Drucks
des repressiven Taliban-Regimes auf ihre Angehörigen im Heimatland, ist sie aber auch sehr angespannt und besorgt, Fristen etwa für die Antragstellung zu verpassen. Gestern kündigten die USA weitere Sanktionen gegen das Regime an, das systematisch junge Mädchen und Frauen unterdrückt. Wartezeiten für einen Termin bei den zuständigen Botschaften in Teheran oder Islamabad für ein Ausreisevisum liegen derzeit weit über einem Jahr. Daher ist es sehr zu hoffen, dass es Überlegungen und Lösungsansätze gibt, wie beispielsweise Frauen und Mädchen Afghanistan an Grenzschützern der Taliban vorbei für ein Visaverfahren verlassen können. Das ist, wie auch das Landesaufnahmeprogramm, ein wichtiger Teil unserer humanitären Verpflichtung und Verantwortung, weil Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan an der Tagesordnung sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kahnt. Der Abg. Richter hat sich für 21 Sekunden noch einmal zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es zeigt sich hier wieder deutlich, dass Sie alle sich mehr um andere Länder kümmern, anstatt die Not in unserem Land zu lindern. Ich habe die humanitäre Situation sehr genau erfasst, Herr Schad, nämlich die humanitäre Situation unserer eigenen Bürger. Und für die muss ich Politik betreiben. Dafür bin ich gewählt, und das tun wir als Alternative für Deutschland. Danke. Jetzt hat dann für die Landesregierung Staatsminister Klose das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gerade aus der deutschen Geschichte heraus, Herr Richter, wäre es ein Besonderes gewesen, die Verantwortung, die wir haben, selbst als Land, das Flucht und Vertreibung ja durchaus ausgelöst, aber auch erfahren hat, dann auch anzuerkennen und daraus für die Zukunft etwas zu lernen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Sie das nicht können. Jeden Tag verlassen Familien ihre Heimat, sie lassen alles zurück, sie fliehen vor Krieg, vor Gewalt und Verfolgung, und sie fliehen, weil sie in ihrer Heimat nicht in Frieden und Freiheit leben können, weil ihre körperliche Unversehrtheit in Gefahr ist. Die meisten der Ursachen dafür sind menschgemacht. Wir reden von Kriegen, auch von der Erdüberhitzung, wir reden auch von Naturkatastrophen. Und das alles trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen dort, wo sie sind, nicht mehr leben können. Und was das heißt, das sehen wir ja gerade mitten in Europa an den furchtbaren Folgen des völkerrechtswidrigen putinschen Angriffskriegs. Fluchtursachen müssen wir auch aus internationaler Verantwortung vor Ort bekämpfen, helfen und gleichzeitig den Menschen, die vor Krieg, Gewalt und Verfolgung fliehen, auch unsere Solidarität anheimkommen lassen. Es ist unsere humanitäre Pflicht, ihnen zu helfen. Und deshalb haben wir in unserem Koalitionsvertrag ein Landesaufnahmeprogramm für eine solche Gruppe Schutzsuchender mit hoher Vulnerabilität vereinbart. Und es ist auch unzweifelhaft, dass seit dem überstürzten Abzug der internationalen Militärkräfte aus Kabul und die erneute Machtübernahme der Taliban Afghanistan für viele Menschen, die auch große Hoffnung auf ein anderes Afghanistan gesetzt hatten, und insbesondere für Frauen noch gefährlicher geworden ist. Und wir waren Teil dieser Kräfte, und deshalb haben wir auch eine besondere Verantwortung. Menschen aus Afghanistan, die in Hessen leben, fürchten mehr denn je um die Sicherheit ihrer Familienangehörigen dort und auch in den Anrainerstaaten. Und um dem zu begegnen, erarbeiten wir derzeit eine Landesaufnahmeanordnung, die es in Hessen lebenden AfghanInnen ermöglicht, ihre Angehörigen nach Hessen zu holen. Wir orientieren uns an den Landesaufnahmeprogrammen anderer Länder, Bremens beispielsweise, und wir werden über dieses Programm 1.000 Personen aufnehmen. Ich kann Sie nicht wirklich verstehen mit diesen Zwischenrufen, aber ich wundere mich schon, dass Sie, wenn es um Angehörige geht, als eine Partei, die permanent an anderer Stelle ja so tut, als würde sie die besondere Bedeutung der Familie besonders hervorheben, an dieser Stelle das offensichtlich nicht gilt. Mit diesem Argument können Sie
Zwischen 1.000 und Millionen bestehen ein paar Unterschiede, nicht nur mathematischer Art, Herr Lamp. In Hessen leben derzeit über 30.000 afghanische Staatsangehörige mit befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstiteln, die für ihre Angehörigen die Aufnahme in das Landesaufnahmeprogramm beantragen können. Die Voraussetzung ist eine Erklärung, mit der die bereits in Hessen lebenden Angehörigen sich verpflichten, den Unterhalt für ihre Verwandten zu sichern. Übrigens wie in den anderen Ländern, die ein solches Programm gemacht haben, auch da, wo DIE LINKE regiert, Frau Sönmez. Ausgenommen davon sind ausdrücklich die Kosten für Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit und Behinderung. Voraussetzung für jedes Landesaufnahmeprogramm ist das Einvernehmen des Bundesinnenministeriums. Deshalb werden wir auf die Bundesinnenministerin zugehen. Wir werden die Zeit bis dahin dazu nutzen, auch die nötigen Fragen zu klären. Meine Damen und Herren, Familie ist Heimat. 1.000 Angehörige bereits in Hessen lebender Menschen werden durch diese hessische Hilfe Unsicherheit, Gewalt, Krieg und Verfolgung entkommen, ohne sich auf den lebensgefährlichen Fluchtweg über Land und Meer zu machen. Für diese Menschen, aber auch für alle, die sich der Humanität verpflichtet fühlen, ist das eine gute Nachricht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN mit der Drucksache 20 9344 abgehalten.